Orban gewinnt? Die Anzeichen verdichten sich jetzt immer mehr, dass Orbans Friedensmission zu immer weiteren diplomatischen Bemühungen geführt hat, was gleichzeitig natürlich eine unfassbare Katastrophe für all jene Vertreter des westlichen Wertekanons ist, die Orban nicht nur dafür kritisiert haben, sondern sogar innerhalb der EU einen Boykott gegen Ungarn durchsetzen wollen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir rekapitulieren nochmal. Es ist ja gerade mal ein Monat her, dass Viktor Orban sich auf eine Friedensmission begeben hat, die nichts anderes zum Zweck hatte, als nicht selbst Verhandlungen zu führen, wie er auch selbst immer wieder betont hat, da ihm das als ungarischer Premierminister nicht zusteht, wie er sagt, sondern um diplomatische Lösungen zu werben, also die Friedensgespräche in Gang zu bekommen, weil, wie wir ja selber wissen, nach dem Scheitern der Friedensgespräche damals 2022 in Istanbul gab es ja keinerlei wirklich ernsthafte Bestrebungen aus der EU heraus, wirklich ernsthafte Friedens- und diplomatische Gespräche einzuleiten. Stattdessen hören wir immer nur und immer nur wieder immer diese gleiche, quasi, ja, fast schon das Dogma, mehr Waffenlieferung, mehr Rüstung, mehr und so weiter, aber keine Friedensinitiativen. Doch jetzt zeichnet sich ja langsam ab, dass das, was Orban hier gemacht hat, eine Wirkung entfaltet hat. Er ist ja erst zu Selenskyj in die Ukraine gereist, anschließend nach Russland zu Putin, dann weiter nach China und dann wieder zurück in Richtung Donald Trump. Und seitdem schauen wir uns jetzt einfach mal anhand eines Artikels in der Berliner Zeitung aktuell an, was passiert ist, denn die Anzeichen verdichten sich, dass es wenigstens zu einer Feuerpause kommen könnte, was ja schon mal ein erster wichtiger Schritt ist. Jetzt sagt er nämlich hier gerade, und das wird in diesem Artikel dann auch bestätigt, dass mittlerweile Schweizer und russischer Außenminister Verhandlungen geführt haben, beziehungsweise sich getroffen haben. Und das ist ja schon deswegen bemerkenswert, weil wir jetzt hier zum Beispiel sehen wir Lavrov zusammen mit dem Schweizer Außenminister, vorher das überhaupt gar nicht mehr möglich war. Da hat ja der Schweizer Außenminister, wie es hier im Artikel steht, dem russischen Außenminister die kalte Schulter quasi gezeigt und sich nicht treffen wollen. Doch jetzt auf einmal, siehe da, kam ein Treffen zustande. Noch viel interessanter, der russische Verteidigungsminister hat direkt mit dem US-Verteidigungsminister gesprochen. Präsident Selenskyj hat wiederum Donald Trump angerufen und ihm gratuliert dazu, zu seiner Kandidatur als offizieller Präsidentschaftskandidat für die Republikaner. Und wir sehen jetzt hier, dass es auf der einen Seite eben tatsächlich zu Bestrebungen kommt, die dazu führen könnten, dass zumindest jetzt erstmal eine Feuerpause eintritt, die dann eben Friedensgespräche ermöglichen könnte. Wie man jetzt hier in einem anderen Artikel sehen kann, ja, gerade eben ist tatsächlich jetzt der Außenminister auch der Ukraine beispielsweise aufgebrochen nach China. Ja, also auf einmal finden auch dort Gespräche statt. Und man sieht jetzt hier, ne, es ist natürlich kein direkt bewiesen kausaler Zusammenhang mit den Gesprächen, die Orban geführt hat. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist das eben der Auslöser gewesen. Hier hatten wir einen Mann, der mit einer ganz anderen Perspektive einfach mal etwas Neues versucht hat. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn man merkt, dass eine Strategie offensichtlich nicht funktioniert, dann kann man doch einfach mal etwas anderes versuchen. Ja, aber der große Skandal an dieser ganzen Sache ist ja, dass in der EU Ursula von der Leyen einen Boykott Ungarns und so weiter durchgesetzt hat und dass sogar einige andere EU-Länder jetzt aufgrund der Aufregung, ja, weil sie einfach selbst
scheinbar nicht diese Strategie unterstützen können und wollen, weil sie selbst sind es ja, die den Frieden schaffen wollen. Da kommen wir gleich nochmal zu einer völlig unsäglichen Aussage auch von Kretschmer der Union, der das ganz gut wiedergibt, diese völlig verfehlte Attitüde dazu. Ja, und manche haben jetzt sogar Orbán schon angeraten, dass Ungarn die EU verlassen sollte. Man muss sich nur mal vorstellen, nur mal jetzt rein hypothetisch, es kommt tatsächlich jetzt zu immer verstärkteren diplomatischen Gesprächen und dann findet irgendwann eine Feuerpause statt und dann auf einmal findet tatsächlich ein Friedensvertrag statt. Ja? Und ganz so abwegig ist das denn nun jetzt, Jahr 2024, nicht mehr. Warum? Es geht hier in der Berliner Zeitung noch weiter, nämlich gibt es eine Umfrage, die regelmäßig hier vom KIIS in der Ukraine durchgeführt wird, also das Kiewer Internationale Institut für Soziologie. Und dort haben natürlich 2022 nur 8% der Ukraine abgestimmt, dass sie bereit wären, einige Gebiete aus der Ukraine an Russland abzutreten, wenn dann eben tatsächlich ein richtiger Friedensvertrag und so weiter geschlossen werden würde. Ja, das sagt jetzt, wie gesagt, nicht ich, das sagt dieses Umfrageinstitut. Und jetzt mittlerweile sind es nicht mehr 8%, die das gesagt haben, sondern 26%. Das heißt, es ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wo eben damals noch 87% ganz vehement gegen Gebietsabtretungen waren, sind es jetzt im Sommer 2024 nur noch 55%. Das heißt, würde dieser Trend jetzt tatsächlich fortgesetzt werden, könnte man sogar davon ausgehen, dass irgendwann eine Mehrheit der Ukrainer sogar dafür stimmen würde. Und das ist ja auch genau das, was sie bei uns immer in den Medien und aber eben auch die Politiker sagen, dass es eine Sache der Ukraine ist, diese Verhandlungen und so weiter zu führen und zu entscheiden. Und spätestens dann müsste ja auch mal Strack-Zimmermann und Kiesewetter und wie sie alle heißen, mit ihrer Kriegsrhetorik langsam auch mal zurückfahren. Oder aber man müsste sich langsam mal die Frage stellen, warum sie eigentlich vehement so felsenfest davon überzeugt sind, dass weiter Krieg geführt werden muss. Ja? Und das sehen wir jetzt auch richtig nochmal an dieser völlig katastrophalen Aussage von Kretschmer. Ja? Weil da weht doch der Wind her. Schaut, hört euch doch einfach mal genau an, was er hier bei Maischberger auch noch völlig unwidersprochen natürlich einfach äußert. Die US-Wahlen diskutieren. Ich meine, was ist denn das für eine Haltung? Stellen Sie mal vor, dieser Trump wird gewählt. Man will es sich gar nicht vorstellen. Und der sorgt dann dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Wie stehen wir da? Was machen wir mit diesem Chaos dann? Wir müssen das gestalten. Das findet in Europa statt. Wir können es doch nicht anderen überlassen. Ja. Hört ihr das? Ja? Also erstens völlig diese Entgeisterung. Stellt euch nur mal vor, Trump wird gewählt. Und auf einmal gäbe es eine Art, Gespräch zwischen Trump, Putin, Orbán, Xi Jinping und so. Auf einmal würden die Leute das Sagen haben und tatsächlich den Krieg beenden. Das wäre ja eine völlige Katastrophe für uns. Und sagt Kretschmer, wir müssen das beenden. Also geht es ihm jetzt gar nicht darum, ob tatsächlich Krieg oder Frieden herrscht, sondern geht es ihm jetzt tatsächlich darum, wer diesen Frieden beendet? Was für ein maximaler Kindergarten ist das eigentlich? Und hört noch mal ganz kurz rein, was er noch sagt. Vielleicht habt ihr es beim ersten Mal nicht mitbekommen. Was ist denn das für eine Haltung? Stellen Sie mal vor, dieser Trump wird gewählt. Man will es sich gar nicht vorstellen. Und der sorgt dann dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Wie stehen wir da? Was machen wir mit diesem Chaos dann? Was machen wir mit diesem Chaos dann? Also, stellt euch mal vor, der Krieg wäre beendet. Was wäre denn das für ein Chaos? Frieden ist neuerdings also Chaos und Krieg ist sozusagen kein Chaos, oder wie? Eieiei, also wenn das tatsächlich so weitergeht, ja, dann müssten die all diese ganzen Leute, genau wie damals in der Pandemie, die das alles verbockt haben, jetzt, die das alles verbockt haben, während dieser ganzen letzten 2 Jahre auch alle geschlossen zurücktreten. Weil ich meine, schaut sie euch doch an, ja? Diese Leute wie Lauterbach, Baerbock und Scholz, ja, die gehen zu den EM-Spielen auf Kosten der Steuerzahler,
Aber spielen in diesen tatsächlich wichtigen diplomatischen, internationalen Verhandlungen und so weiter ja überhaupt gar keine Rolle? Oder seht ihr irgendwo einen Scholz oder eine Baerbock gerade irgendwie in China da an diesen Gesprächsrunden mit der Ukraine und so weiter teilhaben? Seht ihr das? Ich sehe das nicht. Es ist natürlich eine absolute Katastrophe. Dieses Chaos, was Kretschmer hier betont, das hätten wir dann tatsächlich. Aber nicht wir Bürger aus den ganzen unterschiedlichen europäischen und anderen Ländern, sondern nur all jene Politiker, die das dann natürlich erklären müssten. Warum haben wir eigentlich damals nicht mal irgendwie diesen Weg von Orbán unterstützt oder sind selbst eigentlich auf die Idee gekommen? Vielleicht wurden wir ja deshalb ursprünglich mal gewählt. Ja? Also wer hat dann dieses Chaos zu verantworten?